Ich glaube, ich kann auf Vertrauen. Warum denn später erst? Gibt es noch etwas zu tun? Sie sollen leiden, so lange leiden wie möglich. Und das machen sie erst in den Träumen und später in den Niederhöllen. Ah, ich verstehe. Nun, dann solltet ihr euch vielleicht um die Sakristei unten kümmern. Euer Mann ist etwas... Er legt den Kopf nach links, nach rechts. Stillos unterwegs. Tislan weiß, was er tut. Ich will euch natürlich nicht sagen, wie ihr euer Kommando zu führen habt, aber... Und während du sprichst, kannst du sehen, wie wohl weitere Schatten das Schiff betreten über die Planken. Und sie sind so ebenso in diesem merkwürdigen Schatten gehüllt, haben wohl dunkle, schwarze Kapuzen. Was sich allerdings bis auf die Haut entsetzt, ist ein Wesen, was wohl... Der Kopf ist gespalten und so sehr groß... aufgeplatzt, dass er nicht mehr unter die Kapuze passt und mehrere Hörner zweigen wie Äste an ihm entlang ab. Ein gehörnter Schatten. Ach, wie praktisch. Nun, ihr würdet mir nicht zufällig erlauben, mich euch anzuschließen, wenn man betrachtet, dass meine Anstellung hier gerade sich in Wohlgefallen auflöst. Morgwen, wer ist das? Ja, oh, er hat uns die Nachricht geschickt. Ich glaube, er gehört zu uns. Er ist ein Nekromant. Der Ventilio del Azar, zu euren Diensten. Ihr wart nicht in Wahrung. Ich war in der Tat nicht in Wahrung. Gnädigerweise blieb mir dieses spezielle Massaker erspart. Es war ein Massaker. Und du spürst, wie wohl die anderen Schatten jetzt... auf dich zutreten oder eben an den anderen entlang sich so ein bisschen ausbreiten, als würde das jetzt ihr Schiff sein. Wohl von den Körperhaltung kannst du Soldaten erkennen, einige von ihnen, aber eben auch ein modriger Geruch, der sich jetzt von einem der beiden ausbreitet. Würfel mal auf Geschichtswissen. Geschichtswissen, oje. Bin ich gut in Nö. Nein. Der Fluch der sieben Gezeichneten. Du hast nie von ihm gehört. Und dann kannst du sehen, wie Morgwen mit ihrem Messer auf die Kajüte deutet. Na, dann zeig mir mal den Kapitän. Sicher doch. Außerdem hat er einige Papiere, die ich doch gern an mich nehmen möchte. Ich habe ihn schon mal gesehen. Im Turm. Da hat er meinen Papa umgebracht. Im Turm? Tatsächlich? Ja, in Wahrung. Oh, ihr seid die Kleine. Bedauernswerte Angelegenheit, nicht wahr? Sage ich, während ich halt mit ihr... Ich pack sie an der Hand, wenn es sich von der Gelegenheit her ergibt, also wenn wir irgendwie gerade richtig stehen. Ja. Ich mit ihr an der Hand da reingehe. Ach so, warte mal. Und während du in diesem Gang bist, drückt sie nochmal die Tür von Diamantas auf. Weißt du, was mit ihm los ist? Er träumte schon und da sind wir nicht durchgekommen. Oh, nun, er ist der Einzige. Auf ihm lastet eine große Last. Das sollte keine Relevanz haben. Er verrühnt auch den, ihr wisst schon, Genussstoffen. Wahrscheinlich interferiert da gerade Traumstaub, könnte es sein. Okay. Sie bleibt fasziniert stehen und tritt an das Bett von Diamantas heran. Lässt sich da jetzt auch allein und kannst zu Abel mir gehen. Öffne derweil schon mal die Tür zu Abel mir's Kajüte. Wollt ihr mir folgen oder soll ich schon mal vorgehen? Nein, das Rätsel fasziniert mich doch wahrlich mehr. Nun gut, ich werde alsbald bei euch sein. Ja, ich komme auch gleich. Ich schließe. Er hat aber mir das Kajüte von innen einen Riegel. Na, das ist die Frage an Abelmir, ob du paranoid genug bist. Auf jeden Fall. Okay, dann lege ich den vor, stürze zu Abelmir herüber und schüttel ihn wach. Aber ich hatte ihm irgendwie eine Hand über den Mund. Ich nehme den Biss notfalls hin. Kapitän, Kapitän! Geht das oder ist der zu? Ist der zu? Ist die Frage erstmal an Abelmir, ob du abgeschlossen hast? Vermutlich nicht, oder? Also über Nacht nicht. Wahrscheinlich nicht. Macht keinen Sinn. Aber zumindest jetzt ist abgeschlossen, sodass du den Riegel dann eben langsam und vorsichtig vorgeschoben hast und dann. Ja, Abelmir, du hast gerade eben irgendwie den Mantel über deine Eltern gelegt und dann kannst du plötzlich das finstere alte Gesicht von Serpentilio über dir erkennen. Was? Wir haben ein Problem, Kapitän. Was? Das Schiff wurde geändert. Die Mannschaft wurde mit einem Schlafzauber ausgeschaltet. Ich brauche eure Hilfe. Wer ist das?
Ich war namens Karasuk. Ich nehme an, nach allem, was ich hören konnte, Warung. Dämonologin, Nekromantin, ihr hattet da einen Zwischenfall? Wir haben sie uns, es ist jetzt egal, wie sie uns gefunden haben. Sie haben einen Dämon an Bord und mehrere Männer. Sie arbeiten gerade an der Sakristei. Wen würden die anderen wecken? Draußen ist ein Kind, wenn ihr es so nennen möchtet, und er rätselt gerade an die Ramantis herum. Etwa so groß ist halt mal die Höhe von diesem Kind. Ja, Kapitän, ich habe keine Zeit, wenn ihr mich... rollt irgendwie einen Teppich an die Seite. Ihr müsst mich beschwören lassen. Herr Belio kniet auf den Boden und fängt mit der gnädigerweise heute erst getragen gemachten Zauberkreide an, ein Peptagramm zu ziehen. Nur schon mit den Zehen? Ich bin mir sicher, ihr werdet jetzt mit mir ausdiskutieren wollen, ob wir wirklich keine andere Möglichkeit haben. Aber wenn ihr nicht 300 Mann auf einmal aufwecken könnt... Was habt ihr vor? Das weiß ich noch nicht. Deswegen habe ich noch nicht angefangen, die Tagesherrsche einzutragen. Ihr wisst nicht, was wir... Wo ist dieses verdammte Kind? Draußen rechts, die Jermantis-Kajüte. Macht schnell. Und das ist eine Ausnahme. Das ist euch klar. Der Standardkapitän. Hier. Ich würde damit unter meine Kiste gehen und aus der Kiste so ein Beschwörungskreide rauskommt. Hier, nehmt die. Danke. Ich nehme die und stecke sie in die Tasche, sobald er außer Sicht ist, damit sie weg ist, denn mein eigenes besser. Glaube nicht, ist F. Ich meine, ist auch F. Okay, wie egal. Es ist ein Beschwörungskreide, du stellst sie auf F her, ohne es zu wollen. Ich stelle mich direkt hinter die Tür und. Also direkt hinter die Tür sozusagen. Und halte den Riegel fest. Ja, du kannst hören, wie auf alle Fälle auf der anderen Seite sich Schritte nähern. Stapfen. Beeilt euch. Dann fängt es an zu rütteln am Holz. Er hat abgeschlossen. Kenne ich die Stimme? Kenne ich irgendwie wieder, oder? Nee, sie ist torfig. Sie ist rau, hast du noch nie vernommen. Beeilt euch. Gut, ich möchte eine Invokatio wirken. Das dauert 40 Aktionen. Ich glaube nicht, dass wir Plan haben. Deswegen verkürze ich ja auch. Gib mir einen Moment. Sorry, ich bin ohne meine Notizen hier völlig kalt erwischt gerade. Derweil kann Sulamin wach werden. Sulamin starrt einen Moment in die Dunkelheit. An dieser Stelle war sie gerade schon einmal. Und steht dann blitzschnell, aber leise auf, um er hat abgeschlossen. An der Tür zu lauschen. Ja, dann hol die Drachengarde. Sie sollen aufbrechen. Den Nekromanten bringen wir auch um. Morgwen sagte, dass er aus Brabak kommt. Sulamin greift nach ihren Säbeln und bleibt dann erstmal hinter der Tür stehen. Ja, die Schritte verklingen, irgendetwas geht weg. Dann kannst du es rufen hören. Drachengarde, brech die Tür auf. Wenn ich den Eindruck habe, dass der Flur leer ist, möchte ich zu Rafim und Mira rüberhuschen. Ja, wenn du... Willst du sie einfach aufziehen, oder? Ich möchte leise drüben reinschlüpfen und die Tür wieder schließen. Ja, wenn du die Tür aufziehst, kannst du sehen, wie ein großer Schatten im Flur steht, direkt an der Tür von Abelbier. Er dreht sich in deine Richtung. Ungünstig. Boltox. Ja? Du wirst wach. Einmal. Verdammt. Ja, ich habe hier Dämmerungssicht. Sehe ich irgendwas in meiner Kajüte auf den ersten Blick, was anders aussieht? Nee, auf den ersten Blick ist nichts passiert. Du siehst aber, wie unter der Tür irgendwelche Schatten sich bewegen und du hast auch, wie schwere Schritte verklingen. Na gut, ich schnapp mir einen Dolch, also meinen Titanium-Dolch. Drachengarde, antreten, brech die Tür auf. Okay, ich merke schon, da geht's ordentlich her. Also werde ich wohl... Also, wichtige Frage. Habe ich ASP verloren, während ich im Traum gezaubert habe oder nicht?
Du hast ja nicht gezaubert. Okay, gut. Das ist nur die Frage. Dann trage ich mir nämlich die ASP wieder ein, weil ich sie mir schon abgezogen hatte. Wirke ich in dem Moment ein Silenzium. Und zwar, also stelle ich mich genau an meine Wand der Kajüte und wirke ein Silenzium, sodass draußen dann auch noch Teil der Glocke ist und sie sich offensichtlich nicht mehr verständigen können. Und weitere Rufe damit dann unterbunden werden. Aber das war nur der erste Streich, denn der zweite folgt zugleich. Aber jetzt kommt erstmal der Wurf. Ich würde gerne einen ASP da reinpacken. Ja. Und ich mache das Ganze, ich glaube, bis zu 10 Schritt kann ich das im Durchmesser groß machen. Es wird also erstmal deutlich stiller hier. Ich zeichne währenddessen fieberhaft den Beschwörungskreis. Ich möchte mir zweimal Zeit lassen, um das auf 10 Aktionen runterzukürzen. Inklusive der Anrufung. Während ich würde auch gerne was machen. Ja. Und zwar würde ich gerne ein Ignisfero vorbereiten. Man muss das Ziel erst zum Ende der Zauberdauer sehen, nicht wahr? Ich muss den Ignisfero. Kannst du doch in Stab sprechen? Ich wollte gerade sagen, Stab wäre die andere Möglichkeit. Beim Ignisfero muss man das Ziel gar nicht sehen. Man muss etwas in das du steuerst den Ball, ne? Genau. Also wenn ich das ist ja noch besser. Wenn ich mich darauf konzentriere, reiße die Tür auf und lasse ihn sozusagen fahren dann. In die Mitte des Ganges. Dort lasse ich ihn explodieren. Dort 7 Aktionen, also mit Vorbereitung. Ich denke mal, die 7 Aktionen Zeit hatte ich inzwischen in der Zwischenzeit. Und würde ihn auslösen. Wenn ihr Zeit verschaffen möchtet. Und dann, weil ich weiß, dass ein beengter Gang ist, ein Rückschluss kommt, würde ich mich natürlich... Du reißt die Tür auf und siehst, als du den Ignisfero abfeuerst, wie Morgas Schattenschlag direkt vor dir steht. Und dann schleuderst du den Ball. Dann würde ich probieren, zur Seite zu werfen, weil ich nicht ungern in der Auswirkung in der Flammenhülle stehen will. Du kannst den Zauber als freie Aktion fallen lassen, bevor er einschlägt. Dann ist er halt weg. Das will ich ja nicht. Ich will ihn auslegen. Ich wollte es mal gesagt haben. Okay, dann Zulami, gib mir mal bitte eine Initiative. Morkas würfelt auch. Soll ich dir gleich auch eine geben? Du kannst mir auch eine geben, ja. Alles klar. 6. Kannst mir auch eine Initiative geben. Er weiß ja von mir noch gar nichts, dass ich in der Tür stehe, oder? Ja, er hat sich gerade zumindest in Zulamins Richtung umgedreht. Okay. Glück für dich. Ich rufe mal W6, weil Initiativ-Button funktioniert bei mir nicht. Ja. Kein Proforma, ich trage keine Rüstung und nichts. 21. Ich muss gerade mal schauen. Er hatte Kampfreflexe, Initiative. Wenn ich angefangen habe zu zeichnen, sobald ich Abelmir geweckt habe, wäre ich dann jetzt auch in etwa durch? 7 Aktionen, 10 Aktionen, plus minus 3? Ja, 7 Aktionen sind durch. 8 Aktionen. Ja, ich hatte ja angefangen, bevor er angefangen hat. Ja. Okay, gut. Okay, dann würde ich jetzt nämlich auch schon mal würfeln und dann wieder der Dämon braucht in der Weile, bis er da ist, dann nämlich auch mein Ini würfeln wollen. Gut. Kampfrunde 1. 11. Serpentilio. Serpentilio spricht die Worte. Heptagon und Krötenei, gehörnter Schrecken, werde frei. Und in der Mitte des Heptagramms bildet sich eine langsam verdichtende Rauchsäule. Auch wenn deine Worte nicht gehört worden sind. Zu einer Konsternation, aber damit kann ich klarkommen. Ich bin schließlich ein Meister meines Faches. Okay, hast du deinen Pandemonium? Nee, du hast dein Pentagramm, hast du den schon gewürfelt? Invocatio habe ich Invocatio? Schon gewürfelt, ja. Hast du schon gewürfelt, alles klar. Wir haben nach einigen Nachmodifikationen, der Wert, den du siehst, ist leider falsch, weil ich hatte die Stille nicht eingerechnet, haben wir 18 ZFV-Sterne über. Alles klar, was möchtest du rufen für ein Ding? Ich rufe einen Schruf aus Belhalhars Domäne. Aus Belhalhars Domäne, alles klar? Genau. Und da ich der Geber der Gestalt für die Former der Formlosigkeit bin, darf ich jetzt noch meine ZFV-Sterne für Zusatzeigenschaften ausgeben. Ich verleihe ihm die Immunität gegen profane Waffen. Die Eigenschaft Körperlosigkeit 1, mit der er seinen eigenen Leib, den ich ihm ja sowieso gebe, weiter formen kann, damit er aber mir schönes Mobiliar ja nicht zertrümmert. Und ich ringe ihm meinen zweiten Dienst ab. Nur für den Fall der Fälle. Dann gucken wir uns an, was du für ihn für einen Dienst gibst, wenn er dann da ist. Er wird auf alle Fälle irgendwann erscheinen. Weißt du, wann er erscheint?
Seven Hedo weiß das nicht, aber ich weiß das, und zwar ist das in 22 Aktionen. Dann zählst du bitte sofort mit. Wird passieren. Und den Befehl gibst du ihm dann, wenn er da ist. Mira schläft noch, die würde irgendwann auf der 12 agieren. 15, Karasuk und Koroba, die Schrecken der 7 Gezeichneten, werden durch Morkas Rufe in die Richtung schauen, beide. Und die Drachengarde wird so wie gewollt in die Richtung gehen. Und ihr könnt sehen, ihr könnt nichts weiter sehen. Gut. Die Drachengarde hat sich bewegt. Die hat schon vorgezogen. Ich habe sie normalerweise auf der 22. Aber die haben sich jetzt schon einmal bewegt. Dann nach der 15. Die tun sonst nichts weiter. 17. Boltax. Oder Morgwin. Gerade eben deinen genau. Silenzium gewirkt. Richtig. Dann würde ich jetzt Gonnach wecken, der ja hier auch bei mir im Zimmer schläft, indem ich mein Dolch einmal nehme und ihm leicht in den Arm ritze. Also, und in dem Fall meine ich, ich schneide ihn einmal. Das macht ihm nichts aus, da freut er sich. Gut, dann bekommt er 1W6 plus irgendwas Schaden? 1W6 plus 7 war es, glaube ich, mein Titanium-Dolch. Junge. Das hast du mir gegeben. Ja, nur, dann schneiden wir was anderes. Das sind doch nur 9 Schaden. An seiner Haut, weil das macht ja keinen Sinn, dass du an der Rüstung schneidest. Ja, richtig, ja. Gut. Dann wird er auf alle Fälle wach und guckt dich böse an. Dann gebe ich ihm mit Attack Zeichen Gefahr kämpfen raus. Und dann öffne ich die Tür in meiner zweiten Aktion. Gut, dann öffnest du die Tür. Ich werde Gonnach einfach auf der 15 abhandeln, wie die anderen nicht. Ich werde den auf der 22 abhandeln mit der Drachengarde. Das ist halt ein Q7-Treuzacker. Jo, alles klar. Es sei denn, Rafim möchte, oder Boltax, möchtest du selber steuern? Ich werde sie erstmal auf der 22 führen. Nee, das ist 22. Gut. Dann Morgwin. Diamantis ist noch nicht wach. Aber du bekommst jetzt einen stechenden Schmerz und dann fühlt sich dein Bauch sehr kalt an. Du wirst wach. Ja, reiße ich die Augen auf und greife, wie ich es auch schon im Traum getan habe, instinktiv unter meinen Kissen. Ja, du siehst, wie an deinem Bett ein kleines Mädchen hockt, hat sich hingekniet und du siehst, wie ein großes Fleischermesser aus deinem Bauch herausragt. Sie hat es losgelassen und guckt dich verträumt an. Der Silenzium wirkt über das gesamte Schiff, ja. Korrekt? Ja, genau. Dann siehst du, wie sie ihren Mund aufmacht, aber du hörst nichts. Sie wirkt sehr freundlich oder sehr interessiert. Du bekommst 1W6 plus 2 Schadenspunkte, kannst du dir selber auswürfeln. Und zwar an deiner Rüstung vorbei. Ja, ich trage auch keine Rüstung, es ist nachts. Mhm. 18, Rafim schläft noch, 20 Diamantes. Ja, dieses kleine Mädchen ist mir ein bisschen zu sehr auf den Geist gegangen, auch wenn sie es scheinbar ihrem Mimik nach nur nett gemeint hat. Unter meinen Kissen gegriffen, ziehe ich jetzt auch die Balestrina hervor und richte sie auf sie. Unterm Kissen, schnell ziehen, freie Aktion würde ich auf jeden Fall nicht ansagen. Also mindestens da will ich auf alle Fälle eine Aktion fürs Ziehen. Ja, gib mir mal eine Fingerfertigkeitsprobe. Also ist keine freie Aktion, ist eine ganze Aktion. Ja, okay, aber so kriege ich es auch problemlos in einer Aktion hervorgezogen und richte den Schaft dann auf Morgwin. Müsst du noch abdrücken oder ziehst du? Ich überlege gerade. Ich 3, meine, ich, hab, zwei, ich schieße. Alles klar. Ich habe ja meinen Waffenmeister, somit brauche ich keine zusätzliche Aktion, um Ansagen zu machen. Ja. Und so schieße ich diesem kleinen Mädchen in ihre. Ja, nicht so ganz unschuldig wirken das recht das Auge. Ja, sie will auf alle Fälle versuchen auszuweichen. Du kannst aber mit deinem Balestrina in der Dunkelheit, zielst du nach dem, wo sie hin ausweicht? So ist es. Ich würfel einfach mal und dann können wir die Erschwernisse so mit draufrechnen, falls es dann sein muss. In den meisten Fällen muss es ja nicht sein. 18. Das könnte tatsächlich der Fall sein. Ich kriege nach plus 10 durch die Ansage. Eine minus 2 durch meinen Vorteil. Dunkelheit. Ich habe ja plus 7. Dunkelheit könnte mir eine Erschwernis geben, aber die geht nicht über 7 hinaus und ich kriege noch eine Erleichterung aus der Entfernung, also das ist auf jeden Fall getroffen. Okay, dann mach deinen Schaden. Okay.
Da kommen 3 Punkte mit drauf. Die trage ich schnell ein. Eben aus der Entfernung. Ach, sind nur 2 Punkte. Das sind 11 Schaden in den Kopf. Ins Auge. Sie darf natürlich versuchen auszuweichen. Die ist erschwert um 8 Punkte. Sie hat schon ausgewichen auf der 18, habe ich gerade schon gesagt. Das war die 18. Ja. Wunderbar. Ja, dann trifft das. 18 Schaden ins rechte Auge. Ja. 11 Schaden ins rechte Auge. Die Wundschwelle wird um 2 Punkte verringert. Und sollte eine Wunde angerichtet werden, kriegt sie automatisch eine zweite Wunde. Ja, wie viel Schaden machst du bei ihr? 11, oder? 11 sind es, richtig. Das ist auf alle Fälle über ihre Wundschwelle. Das heißt, sie bekommt eine Wunde. Und damit auch direkt die zweite, weil es ein Schuss aufs Auge war. Und dadurch verringert sich ihre Initiative um 4W6. 4W6 sind das? 4W6, 2W6 pro Wunde. Okay, dann nehmen wir deine. Ja, 14 ist das gleiche. Technisch gesehen darf sie da Selbstbeherrschung plus 8 gegenwürfeln. Ja, ich habe die Selbstbeherrschungsprobe habe ich schon gewürfelt. Du schießt und siehst dann, du hast genau getroffen, ihr Auge bleibt unverletzt, aber gleichzeitig mit dem Eintreffen deines Schusses explodiert ihre Hand mit einem roten Pulverstaub und Sangurit-Kristalle splittern dir gegen deine Brust. Sie blinzelt einmal, den Schmerz weg. Und jetzt wirkt sie böse, nicht mehr interessiert. Raphim, Diamantis, Abelmir. Du reißt die Tür auf und siehst, wie direkt vor dir Morkas Schattenschlag steht. Der Major der Drachengarde. Ja, ungeachtet dessen, den verbreiten Feuerball lasse ich los. Ich skandiere noch Interish Kolomarut. Und lasse den Feuerball fliegen in meiner Sichtweite südlich des Masses, da wo die meisten Personen sich aufhalten im Kreis rum. Das heißt an Morkas vorbei? Genau. Auf Koroba und Karasuk. Wenn ich sehe, wie Abelmir seinen Feuerball castet, spreche ich die Liturgie-Tanz mit dem Tod. Dann kannst du mir gleich schon mal sagen, was das macht. Morkas taucht trotzdem einmal unter dem Feuerball ab, auch wenn er nicht auf ihn gezielt wurde. Aber Zulamin darf vorziehen. Das sind 15 LKP-Stern. Das bedeutet, das kommt auf meinen Ausweichenwert drauf. Der steigt damit auf 33. Das Ganze gilt für 150 Kampfrunden. Meine GS erhöht sich auf 10. Und ich erhalte nochmal einen Bonus von 2 Punkten auf meine Initiative. Dann lasse ich den Feuerball durch. Ist Abelmir damit fertig? Ich bin damit fertig. Eine Aktion hast du noch, oder? Naja, Tür aufgerissen und losgelassen, alles klappt fast. Genau, der explodiert wahrscheinlich dann. Ja, der hat eine GS-15, also GS-15 kommt er da sofort hin, basically. Denk mal auch. Ja, der Feuerball rast an dir vorbei, Zulamin. Wie viele Aktionen hat das gedauert, deine Liturgie? Eine. Eine nur? Dann hast du noch eine. Oder sogar zwei, ne? Was hat Morkan Schattenschlag denn vor, außer gucken? Anderthalb Hände, schnell ziehen und Abelmir in seine Brust rammen, in seine dreckige, stinkende Brust. Dann möchte ich ihn in einen Ausfall zwingen. Das ist gar nicht so gut. Schnell ziehen kann er trotzdem in der freien Aktion. Mhm. Und dann hat er seine anderthalb Hände in der Hand. Er hat noch... Irgendwo steht da so ein bisschen halb versetzt, das heißt, ihr seid beide an seiner Seite. Warte, wie viele Inni hat er? 22. Ja, okay, dann hat er genug freie Aktionen. Und er hat auch Kampfreflexe. Nee, es geht darum, dass er jedes bei seinem Ausfall auch beide freien Aktionen aufwenden muss. Nur wenn er mehr hat, kann er schnell ziehen. Bei seinem Ausfall? Er hat keinen Ausfall. Nee, aber wenn er ausgefallen wird. Ach so. Gut, dann kannst du auf ihn zutreten. Eine Aktion hast du noch. Dann bist du mit einer freien Aktion neben ihm. Gut, da kommt jetzt der Ausfall. Der ist aufgrund meines Waffenmeisters nicht um 4 erschwert zum Einleiten, sondern ist eine ganz normale Attacke. Und die würde gelingen. Ja, ist die für mich irgendwie erschwert, die Parade? Sonst würde ich einfach auf die 19 parieren. Die ist für dich nicht erschwert.
Gut, ich habe die 90 gewürfelt. Dann hast du mich jetzt aber in den Ausfall gezwungen, ne? Ja. Weil ich keine Mutprobe gewürfelt habe. Ja, ist okay. Gut, dann befinden wir uns jetzt im Ausfall. Ja. Er hat noch eine Aktion. Du hast auch noch eine. Entschuldige, ich habe vergessen, dass es auf jeden Fall immer um 2 erschwert ist für ihn. Und zwar kommt das aus meinem BHK 2. Sobald man im Ausfall ist, habe ich darin keine dritte Aktion mehr. Dafür sind alle Paraden des Gegners um 2 erschwert. Dann er pariert auf die 19, plus 2 sind 17, dann schafft er das nicht. Gut, dann haben wir jetzt quasi den zweiten Teil des Ausfalls. Und er hat einen Schritt zurückgemacht, das ist wichtig. Denn hier ist sehr beengt. Ist er damit schon an der Wand? Also das Problem ist, dass die Tür sich zur anderen Seite öffnet, also zu der, wo Abel mir gerade steht, und er kann da nicht in das in die Kapitänskajüte eintreten. Er steht an der Wand. Gut, dann steht er an der Wand. Es ist seine zweite Aktion. Hat er BHK-2 oder defensiver Kampfstil? Er hat einen 1,5-Händer, das heißt, BHK würde nicht funktionieren. Also er kann nicht frei umwandeln, das heißt, die zweite Parade von ihm ist auf jeden Fall um 4 erschwert. Frei umwandeln kann er wegen den Kampfreflexen. Okay. Das ist egal, er kann nicht ohne Erschwernis umwandeln, meint sie. Ach so, ja. Das meinst du. Genau, dann ist die zweite Parade um 4 erschwert, weil er nicht frei umwandeln kann. Sie ist zusätzlich um 2 erschwert, weil ich BHK 2 habe. Aber du hast keine Aktion mehr. Wenn du sagst, aus... Ich habe festgestellt, sie hat noch eine zweite. Nee, wenn du jetzt du hast ja schon deine Liturgie gewirkt. Und deine zweite Aktion hast du für den ersten Ausfall benutzt.